Hallo, herzlich willkommen auf Sunny Side. Einen wunderschönen guten Morgen aus Utah. Wir haben die Monuments hinter uns gelassen. Vor uns liegt noch der Mexican Head, der müsste jetzt gleich kommen. Und wir machen uns gerade auf den Weg Richtung Moab. Das ist in Utah und das ist wunderschön. Es hat uns eigentlich jeder, den wir bis jetzt getroffen haben und der gefragt hat, ja, wo fahrt ihr alle so hin? Ihr müsst nach Moab und deswegen machen wir das auch. Die Nächte sind eiskalt, wir haben überall Eis, innen, außen, tralala. Und die Tage sind auch nicht warm, aber in der Sonne ist es aushaltbar. So, und jetzt fahren wir hier gerade durch eine Open Ranch. Hier stand da gerade ein Schild, Open Ranch. Das bedeutet, hier haben die Kühe keinen Zaun. Sie könnten uns unser Abendessen erfahren. Ja. Also, streng dich an. Faszinierende Landschaft, es wechselt zwischen unterschiedlichsten Berg- und Canyon-Formationen, dann da hinten am Horizont wieder schneebedeckte Berge, so wie man sie aus den Alpen kennt oder aus den Rockies. Yukon River. Oh, hier ist auch mal Wasser. Guck mal, die Häuser stehen direkt an der Klippe. Wie abgefahren das aussieht. Ja. Februar hier. Wir haben jetzt heute, was haben wir denn heute? Ende Februar. Ende Februar, hier ist alles zu, weil halt ist halt closed for the season. Es ist Winter. Also bis auf der Grand Canyon Nationalpark, der war offen und da war auch Halligalli. Ist hier alles sonst zu. Guck mal! Guckt euch die Dinger an. Alter! Der Ort heißt hier Monticello. Wir sind quasi in Italien. Und es ist ja, wieder extrem hoch, 2200 Meter und eigentlich Wüste, aber im Moment halt, ja, Wüste und eiskalt im Winter. Der Stopp, nächste Landschaft und wir sind weitaus tiefer und es ist auch wieder weitaus wärmer gerade. Das sind abgefahrene Felsen. Was soll ich sagen, das Zeug hat extremen Grip. Du kannst hier so hochlaufen. Das ist der Wahnsinn. Okay, man kommt leicht hoch, aber schwierig runter. So, meine Freunde, wir sind in Moab angekommen. Und das ist hier ein Adventure-Paradies. Das liegt zwischen zwei Nationalparks, den Canyonlands und den Arches. Das sind hier so die zwei Highlights, die man machen kann. Und das absolut abgefahren ist, hier gibt es mehrtägige
4-Wheel-Backcountry-Drives. Alles ist Backcountry, alles ist Selbstversorger. Wir müssen jetzt erstmal wieder einkaufen gehen. Viel zu tun hier. Ich glaube, das ist richtig schön. Und man kann wohl überall, man kann wieder hier frei stehen. Es ist jetzt tagsüber auch jetzt gerade angenehm. Voll geil. Hier gibt es so einen Ausrüstungsladen. Gearheads heißt der. Und da kriegst du umsonst gefiltertes Wasser. So viel du willst, wann du willst, immer. Und hier haben wir gerade unsere ganzen Container aufgefüllt. Leute, wir haben wieder den Mega-Camp-Spot gefunden. Tüdü! Und das müssen wir uns morgen früh mal bei Licht angucken. Hier, Leute, wir haben uns hier so einen Teppich besorgt, der ist aus alten Plastikflaschen gemacht und den legen wir jetzt in unsere Fächer, den schneiden wir klein, weil durch das ganze Offroad-Fahren die Konservendosen, die schrabbeln ganz schön am Holz und machen das Holz kaputt und das ein bisschen als Schutz in die Fächer legen und das hätten wir eigentlich mal vor einem Jahr schon machen können, aber besser spät als nie. Ich bräuchte mal so einen Stift, damit ich... Ich hole dir mal einen Stift. Ach, wie dafür gemacht. Camping-Basteltipp für euch. Und zwar mit den alten Löffeln von der Oma. Alte Silberbesteck. Ist wunderbar für einen Camper. Mit einem kleinen Heck klappert das auch nicht mehr. Und zwar Plasti-Dip. Plasti-Dip ist ein Kunststoff, ein Gummi, das zum Beispiel hier für so Zangen und für so Griffe benutzt wird. Und darin tunke ich jetzt einfach mal das alte Besteck von der Omi und gebe dem hier so ein schönes Coating. Dann gibt es schönen Grip und es klappert nicht mehr so. Vor allem beim Offroad-Fahren nervt das. Jetzt brauchen wir noch eine Unterlage. Moab Utah Eastern Jeep Safari 2018. Die ist hier bald. Leider sind wir da nicht mehr da. Ist das auch zum ersten Mal. Dippst den jetzt hier einfach mal zapp, zarab in den Plasti-Dip. Lässt das hier so ablaufen. Das kann man jetzt ein paar Mal wiederholen, um die Dicke des, des Überzugs zu bestimmen. Klippe das jetzt mal und hänge das mal hier bei mir hier so auf. Das muss man jetzt ein bisschen trocknen lassen. Hier auf der Packung steht 4 Stunden. Dann machen wir das doch jetzt mal. Na? Relaxing time. Ja. Das sieht sehr gemütlich aus. Ist es auch. Vor allem das Bild sieht sehr cool aus. Mir ist auch nur ganz leicht kalt. Dann ist gut. Heute mal wieder der erste Tag seit langem, dass man einfach hier draußen sein kann. Und ein bisschen einfach ein bisschen rumkrösen, ein bisschen Auto aufräumen, mal eine kleine Verbesserung. Wir haben immer mal so Sachen eingekauft, die wir anbringen wollten. Und das haben wir heute mal gemacht. Ich sitze hier schön im Safari-Stuhl und gucke einfach da vorne auf die Berge. Das sieht nämlich astrein aus. Schneebedeckte Berge, das ist ein fantastisches Bild. Die Sonne scheint einem auf den Puckel. Die Sonne scheint einem auf den Buckel und es ist schön warm. So, jetzt haben wir das hier trocknen lassen und durch das Trocknen zieht sich das Plasti-Dip schön zusammen und die Struktur von dem Löffel, so stärker die Struktur vom Löffel ist, desto besser kommt die natürlich durch. Und ich finde, jetzt hat man wunderschöne Löffel, die irgendwie special aussehen. Und vor allem, wenn die jetzt hier so zusammen sind, da klappert nichts mehr, weil die jetzt schön anti-rutschmäßig zusammen sind. Und sie haben diese wunderschöne Struktur.
Sonne ist weg, es wird eiskalt. Zeit, Feuerchen zu machen. Das Geile ist, das Holz ist drin, das brennt. Oh, das ist richtig gut und das bringt auch. Das ist so gut hier. Oh. Oh, ich würde mich reinsetzen, wenn ich könnte. Das ist schön, oder? So, Leute, wir haben uns jetzt schön eingemuckelt hier im warmen Auto. Caro ist schon leicht am Schlafen. Wir senden noch schöne Geburtstagsgrüße an den Käsestand in Münster zum Ralf raus. Vielen Dank für die Dieselkasse. Vielen Dank an alle anderen für die Dieselkasse. Leute, denkt daran, der Weg lohnt sich. Haut auf den Abonnieren-Button, haut auf den Like-Button. Der hat heute einen super Flavor von Appenzeller. Und hier ist noch eine kleine Empfehlung. Hier unser Abonnier-Button und bis zum nächsten Mal. Also,